Ich glaube, es herrschen eine Menge Missverständnisse, was AI angeht. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass immer eine andere Sau durch die Welt getragen wird. Alle redeten vom selbstfahrenden Auto, das nur mit basierend auf Kameradaten das Auto steuern kann. Dann kam ChatGPT 2023 wie ein Hammer in die Butter eingeschlagen. Und es geht ja darum, aus Daten, aus Informationen Mehrwert zu schaffen. Und das geht nur dann, wenn man Entscheidungen beeinflusst. Ja, ich freue mich recht herzlich, Meinolf Sellmann begrüßen zu dürfen im Interview hier. Vielen, vielen Dank, dass das zeitlich auch geklappt hat, weil wir haben ja eben schon in einem Einspieler gesehen, was du für Aussagen tätigst, gerade im Bereich AI. Das hat schon Gehalt. Und jetzt bin ich natürlich auch gespannt, um das mal runterzufiltern auf unterschiedliche Themen, die ich mit dir gerne heute mal besprechen möchte. Was meinst du denn aus deiner Sicht, du als Experte für AI, wie kann denn AI Firmen unterstützen, die gerade in den Bereichen so Produktion und Logistik da vielleicht Unterstützung brauchen. Woran kann man es genau sehen, Manuel? Was meinst du? Ja, danke dir für die Einladung, Christoph. Also ich glaube, es herrschen eine Menge Missverständnisse, was AI angeht, in Firmen. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass immer eine andere Sau durch die Welt getragen wird. Also es war eine Zeit lang, ging es um Computer Vision und alle redeten vom selbstfahrenden Auto, das nur mit basierend auf Kameradaten das Auto steuern kann. Dann kam ChatGPT 2023 wie ein Hammer in die Butter eingeschlagen und hat natürlich die Fantasie angeregt, was man damit jetzt alles anfangen könnte. Über diesen Fashion-Trend, sag ich mal, drüber liegt allerdings sehr, sehr fundamentale Arbeit, die tatsächlich sehr viel mehr, bodenständig, sag ich mal, Firmen helfen kann, bessere Entscheidungen zu treffen. Darum geht es am Ende des Tages. Wenn man mal richtig rauszoomt, es geht ja darum, aus Daten, aus Informationen Mehrwert zu schaffen. Ja, auf jeden Fall. Und das geht nur dann, wenn man Entscheidungen beeinflusst. Daten helfen einem nichts. Gar nichts, wenn sie keine Entscheidung beeinflussen. Und wenn man so auf die ganze Aktion schaut, dann muss man eigentlich verstehen, dass das KI nicht einfach nur ChatGPT ist oder Computer Vision oder so, sondern da gibt es eigentlich drei Säulen, die dich von den Rohdaten bis hin zu einem Unternehmensmehrwert tragen. Und die Säulen sind zuerst die Repräsentation von Daten, also quasi aus den Rohdaten ein Weltmodell zu erstellen. Also quasi eine interne Repräsentation, an der da gearbeitet wird. Aufgrund dieser Repräsentation, dieser Vorstellung der Welt, die sich aus den Daten ergibt, kann man dann Vorhersagen treffen. Und aufgrund der Vorhersagen kann man dann Entscheidungen treffen. Und da wird es dann für Firmen interessant. Also ich während der Prozess natürlich in diese Richtung geht, von Daten über Repräsentation, über Forecasts zu Entscheidungen, ist der richtige Prozess für eine Firma eigentlich von hinten anzufangen. Eine Firma sollte nicht anfangen und sagen, welche Daten haben wir, können wir daraus jetzt viel Geld machen. Eine Firma sollte auch nicht sagen, guck mal, hier gibt's ChatGPT, lass uns doch mal gucken, was wir damit anfangen können. Das ist so der typische Technology-Push, den viele Leute machen, kann man sehr, sehr viel Geld mit in den Sand setzen und keinen Mehrwert generieren. Stattdessen, wenn man hinten anfängt, also quasi bei dem, was am Ende rauskommen soll aus diesem Prozess, wenn man sich fragt, welche Entscheidungen betreffen denn unsere Firmenresultate am meisten? Wo haben wir denn eigentlich den größten Hebel, um bessere Entscheidungen zu treffen? Da wird dann ein Schuh draus, weil daraus ergibt sich dann alles andere. Daraus ergibt sich, welche Entscheidungsunterstützer besorge ich mir, welche Forecasts brauchen die und am Ende des Tages auch, welche Daten brauche ich dafür. Also ein bisschen counterintuitive, würden wir auf Englisch sagen, dass man eben rückwärts vorgeht. Ja, aber das ist ja gerade interessant. Guck mal, wenn ich mir als User angucke, auch was die Firmen so machen, die sehen, wow, OpenAI, was kann man denn damit machen? Und jetzt legen wir los, jetzt machen wir neue Philosophien in allem drum und dran. Was können wir mit diesem Werkzeug machen? Wir denken ja als, in Anführungsstrichen, Anwender wirklich davon, erstmal, Mensch, tolles Werkzeug, was machst du jetzt damit? Und wenn du jetzt sagst, von hinten aufzäumen, ist natürlich hochinteressant und macht jetzt einen absoluten Sinn, wenn ich das jetzt höre, wie du es dann erklärst.
weil es geht echt um den Mehrwert und nicht nur ums Datensammeln. Ne? Ja, was, Christoph, ich meine, du hast ja viel mit Firmen zu tun. Was sagen dir denn die Führungskräfte? Wo drückt bei denen der Schuh? Ich meine, die sitzen wahrscheinlich auch nicht da und sagen den ganzen Tag, Mensch, jetzt habe ich ja mal ein großes Problem, es gibt ChatGPT, wie benutze ich das jetzt? Sondern die haben ja echte Probleme. Was siehst du denn in der Praxis? Was für Fragen da aufkommen? Klar, wo die Firmen als erstes mit angefangen haben, war, jetzt lass uns mal eine neue Philosophie aufstellen oder ein neues Leitbild in dem Bereich, sodass man dann ganz klar sehen kann, aha, was macht man denn damit? Und dann wurde ChatGPT genommen und eingetippt. Ich habe eine Idee, die wird eingetippt, mal gucken, was der generieren kann. Ja, eigentlich mehr als Google ist das ja auch nicht, was da so passiert, nur anders formuliert. Und auch wieder, wir haben ein schönes Werkzeug, wir finden es technisch interessant und legen dann einfach los. Und das war halt das Problem, wo ich jetzt auch immer sage, wenn du das jetzt so erzählst, von hinten aufzieht, das macht ja viel mehr Sinn, andersrum anzufangen. Ne? Ja, weil es eben auch gleichzeitig diese, also auf Englisch würden wir das Grounding nennen, also diese Bodenständigkeit herstellt. Nicht? Da geht es eben nicht um Fluff und ich hab ein schönes neues Werkzeug und das stelle ich jetzt aus und schau mal, wie modern und digital wir sind, sondern es geht am Ende des Tages um Unternehmensresultat, um nichts anderes. Und deswegen, gerade jetzt mal auch auf die ersten beiden Punkte nochmal zurückzukommen, hättest du mal ein Beispiel dazu, wo es heißt, Mensch, in der Produktion könnte man sowas machen oder auch für die Logistik könnte man das machen? Vielleicht mal so ein kleiner Abriss davon. Na, absolut. Also wenn man von hinten anfängt, fangen wir mit Corona an. Also viele Firmen, die herstellen, wir haben in Deutschland noch sehr viel Produktion, leiden seit Corona massiv unter logistischen Problemen. Da gibt es unglaubliche Lead Times, also die Zeiten, in denen die Teile, die gebraucht werden, um Maschinen herzustellen oder um Produkte herzustellen, es ist sehr, sehr schwer geworden, die irgendwie zeitnah zu beschaffen. Es gibt sehr, sehr viel Unsicherheit in den Lieferketten. Wer hat überhaupt noch irgendwas? Wie lange dauert das, bis das hier ist? Ist ein echtes Problem. Und von dieser Art von Problemen gibt es natürlich viele. Also wenn man zum Beispiel Retailers denkt, da geht es um die Frage vom Inventory Management. Wann bestellt man was nach? Wo tut man das eigentlich hin? Wenn es um Erfüllungsketten geht, geht es um solche Fragen wie baut man sich denn eigentlich sein Netzwerk auf? Wo tut man Verteilzentren hin? Etwas, was massiv den Firmenerfolg beeinflussen kann in dem Bereich, bis hin zu sehr lapidarer Produktionsplanung. Wenn Dinge hergestellt werden, teilen sich ja mehrere Produkte dieselben Produktionskapazitäten. Das klingt jetzt sehr theoretisch, aber wenn man sich vorstellt, dass es eben Maschinen gibt, die bestimmte Dinge herstellen und verschiedene Dinge herstellen können, muss eben entschieden werden, wann was auf welcher Maschine gemacht wird, wo man das dann lagert, etc. Das kann, wenn es schlecht gemacht ist, wenn es so aus der Hüfte geschossen geplant wird, kann es halt zu sehr viel Stillstand führen. Nicht? Also man hat dann vielleicht Dinge, die man noch produzieren könnte, aber man weiß schlicht nicht, wohin damit. Und all diese Dinge können, wir nennen das Optimierung, die können also optimiert werden. Dafür gibt es Löser, also das sind Algorithmen, die tatsächlich diese Produktionsplanung, die Inventurplanung, aber zum Beispiel auch das Pricing, das Routing, also was leite ich wann, wohin, für den Anwender übernehmen können. Und das Schöne ist, also warum ist das KI? Es ist KI deswegen, weil man dem Rechner nicht sagt, wie er eigentlich diesen Plan finden soll. Sondern man sagt dem Rechner nur, diese Eigenschaften hätte ich gerne, dass meine Lösung die haben soll. Da sagt man dann eben, welche Entscheidung muss man treffen. Zweitens, was kann ich denn eigentlich ausführen? Also da gibt es dann sogenannte Nebenbedingungen, die sagen, was ist denn eigentlich ein legaler Plan? Und drittens, was will ich denn optimiert haben? Das ist genau das, was wir machen. Und da ich glaube, alleine an der Problemstellung sieht man, dass dass es dabei in allererster Linie um den Produktionserfolg geht. Und wenn du das jetzt so siehst, also das leuchtet mir ein, was man da jetzt so machen kann. Hast du mal so eine Marschroute, wenn das richtig funktioniert, dieses Optimieren, wie viel Prozent könnte man in der Verbesserung da rausholen zum Status Index 100?
Also das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Und ich bin ein bisschen vorsichtig diesbezüglich. Also Optimierung hat es sehr, sehr lange schon gegeben. Und meiner Meinung nach wird sie falsch gemacht. Also der typische Workflow, Entschuldigung, wenn ich immer die Worte suchen muss, aber ich habe das alles im Englischen im Kopf. Und hau raus, du wohnst ja schon 22 Jahre in New York, da kann man das verzeihen. Also der typische Workflow, den man hat, der ist, okay, ich habe hier also zum Beispiel, was das Inventar angeht, ich habe hier erstmal eine Vorhersage, wie viel wird denn eigentlich gekauft? Weil das kann dann natürlich bestimmen, wie viel ich produzieren möchte. Ja. Das Problem ist, dieser Demand, also die Nachfrage, die geschätzt wird, ist eine Schätzung. Und traditionell ist man hingegangen und hat gesagt, okay, ich nehme halt meinen Schätzwert und schmeiße den in solches Optimierungsmodell. Mhm. Das Problem ist, dass dieses Optimierungsmodell dann hingeht und einen Plan raushaut, der fantastisch ist, wirklich fantastisch, vielleicht sogar beweisbar der optimale Plan ist für diese vorhergesagte Zukunft. Und wenn man sich aufgrund dieser Daten anschaut, wie gut man werden kann, ist also 10% ist gar nichts. Also man kann wirklich fantastisch viel besser werden als das. Mhm. Das Problem ist, dass vieles davon halluziniert ist. Also dieser Plan ist fantastisch für diese eine vorhergesagte Zukunft, aber der kann sehr brüchig sein, also der funktioniert ja nicht. Typisches Beispiel in Deutschland ist die Bundesbahn, nicht? Also der Fahrplan sieht auf dem Papier fantastisch aus. Also wenn alles Sonnenschein wäre und immer gutes Wetter und alle Züge funktionieren und die Lokführer haben auch Lust zu fahren, das wäre super. Das wäre ein fantastischer Plan. Das Problem ist, so funktioniert die Welt nicht, sondern die Vorhersagen sind manchmal falsch, es gehen Dinge daneben und dann hat man ein Problem. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir InsideOp gegründet haben, um zu sagen, nein, wir brauchen robuste Pläne. Pläne, die optimiert sind, nicht gegen eine Zukunft, sondern gegen die Möglichkeiten, die tatsächlich passieren können. Ja. Und wenn man da jetzt dann, also du fragst, wie gut kann denn das werden? Wenn man jetzt also vergleicht, wie gut sind denn dann diese Pläne, die robust sind im Vergleich zu diesen halluziniert guten Plänen, da sagt man dann sehr, sehr schnell 30-40% besser. Also okay, aber wenn ich mir das so grafisch vorstelle, was du gerade sagst, in der Idealumgebung, also wenn Rahmenbedingungen, läuft es zu 100%, kann man sagen, geht wahnsinnig ab, aber es gibt auch Dinge, die nicht funktionieren. Heißt das denn, dass man mit KI das dazwischen ausrechnen kann, zu einem guten Mittel, einem höheren Mittel und trotzdem in ein paar Prozent nach oben kommt? Kann man sich das so vorstellen? Ja, exakt. Also wenn man es sich so vorstellt, also wenn man genau wüsste, was passiert, ist natürlich ein optimaler Plan, wird irgendwo am Limit sein. Ja, also es gibt hier irgendwo gibt's Begrenzungen, wo es nicht mehr geht. Also mehr kann eine Maschine zum Beispiel nicht raushauen oder mehr kann ich eben nicht lagern. Ich werde meine Ressourcen auf jeden Fall ausschöpfen in dem optimalen Plan. Problem ist, wenn ich jetzt geschätzt habe, wie groß denn meine Ressourcen sind oder wie viel gekauft wird oder so, dann bin ich natürlich, ich bin automatisch sehr brüchig. Was ein Plan, der robust ist, machen wird, ist, der wird halt ein bisschen unterhalb sein. Der versucht weg zu sein von dem, was schiefgehen könnte. Und lässt damit an so Blue Skies und Everything is Sunshine Szenarien ein bisschen Geld liegen, sorgt dann aber dafür, dass wenn es draußen stürmt und hagelt, die Dinge immer noch gut funktionieren. Ja, das heißt also, ne, was ich da... Also, dass man also im Mittelwert also massiv viel besser dasteht, als wenn man so einen optimierten Plan nimmt, wie man das typischerweise gemacht hat. Okay. Und das ist jetzt im Moment die Revolution, die abgeht. Das ist sehr, sehr spannend. Aber jetzt nochmal, Manolf, auch weil du gerade sagst, massiv besser. Gehen wir mal ins ganz Aktuelle rein. Also wenn ich so sehe, was du alles drauf hast, das heißt, du bist einer der meist ausgezeichnetsten AI-Forscher Deutschlands. Das heißt, ausgezeichnet, du hast schon über 22 Awards gewonnen. Damit bist du ausgezeichnet worden. Und vom Mindset her bist du so aufgestellt, dass du tatsächlich einer der Köpfe oder der Kopf bist von diesem Trade Settlement System, was der ECB über Nacht, ihr setzt ja über 1 Trillion Euro um dabei, die werden da abgewickelt. Also es ist alles so das, was du dir mit deiner ganzen Entwicklung als
ja, wie sagen wir, Techniker sagt man nicht, als kreativer Kopf einfallen gelassen hast. Und wenn ich jetzt diesen Expertenstatus mal nehme und mir das Neueste angucke, was die rausgebracht haben, nämlich Sora. Alle sprechen gerade davon. Seit ein paar Wochen ist das erst da mal dargestellt worden. Was meinst du denn, auch wenn wir das auf Firmen jetzt mal runterbrechen, wenn wir uns Sora mal genau angucken, was dabei passiert? Was ist denn da der Punkt, wo es heißt, was kann Sora aktuell, weil es ja vor kurzem auch veröffentlicht wurde, weiß man nicht, was man da alles schon mitmachen kann. Wie hilft Sora Unternehmen im Bereich Onboarding, Tutorial und Weiterbildungsvideos? Also das ist auch mal eine interessante Sache. Was tippst du denn, in welche Richtung das geht? Also es ist eine sehr spannende Frage. Also es gibt Firmen schon seit 10, 15 Jahren, die sagen, durch KI wird es irgendwann digitale Arbeit geben. Und also es gibt Firmen in den USA, die hier unterwegs sind, die die Frage stellen, was würde man denn tun, wenn man einen quasi einen Zero-Cost-digitalen Mitarbeiter haben könnte. Mhm. Und inzwischen sehen wir, dass es in vielen Bereichen möglich ist. Also was früher mal Shutterstock war, wurde dann plötzlich DALL-E und Midjourney. Und dasselbe sehen wir jetzt eben im Bereich Videos. Was spannend daran ist, denke ich, wenn wir uns die Kognitionsforschung anschauen, es geht ja bei, wenn Firmen Videos produzieren, geht es entweder darum, Kunden zu binden oder Informationen weiterzutragen. Ja, wir wissen aus der Kognitionsforschung, dass dass Emotionen umso besser weitergetragen werden, je mehr sie mit Emotionen verbunden sind. Also diese Kombination von Informationen und Emotionen, das ist das, was hängen bleibt. Und das kennt jeder aus dem Kino. Also es erinnert sich jeder an diesen Moment, als in Matrix 1 Trinity zum ersten Mal die Wand hochläuft. Oder ja. als der weiße Hai anfängt, auf den Bait einzugehen und wir zum ersten Mal das Monster sehen. Ja? Das ist eingebrannt. Und wenn man das natürlich, das kann man auf zwei verschiedene Arten und Weisen benutzen. Also auf der einen Seite, um Kunden an seine Firma ranzuziehen, also mit sehr memorable, wie sagt man das, also sehr erinnerbar, sagt man nicht auf Deutsch, wie heißt denn das? Also Dinge, die man sich merkt. Als User, ne? wo also wirklich drin ist, Mensch, hast du die Werbung gesehen, die fantastisch. Das kann helfen, einfach um Kunden zu binden und emotional an die Marke zu binden. Aber man kann natürlich auch, wenn es jetzt in deinem Bereich, also du bist seit 25 Jahren unterwegs, du arbeitest mit Firmen in Deutschland, in Europa, mit Führungskräften, wenn es um Fragen der Weiterbildung, der Personalbindung, Change Management und so weiter geht, da geht es ja weniger um die Frage, also vielleicht auch natürlich, wie binde ich jemanden an eine Firma, aber es geht auch um die Frage, wie kriege ich denn Informationen tatsächlich vermittelt an meine Mitarbeiter, wie mache ich Onboarding schneller und so weiter. Und da kann natürlich ein Video insofern helfen, als es ein bisschen Emotion reinbringt. Das Problem, was ich damit sehe, also Sora ist noch weit weg davon, dass tatsächlich Filme herstellen zu können, die so Hollywood-Charakter haben. Aber wir können so ein bisschen am Horizont sehen, dass da natürlich die Richtung hingeht. Und die Frage ist halt, also wir benutzen jetzt seit einem Jahr Dinge wie Midjourney und sehen diese KI-generierten Bilder. Die waren am Anfang interessant, die waren neu, die waren frisch. Da sah man irgendwie, oh, das sieht nicht so aus wie ein normales Foto und da kann ich jetzt irgendwie tolle Sachen mitmachen. Inzwischen hat sich unser Gehirn daran gewöhnt und wir sehen Bilder und wir sehen, dass KI generiert und es ist plötzlich nicht mehr interessant. Also der interessante Teil wird bei Sora sein, zu sehen, ob sich da so ein gegenteiliger Effekt einschlägt. Wir kennen das, um mal ein Beispiel auch zu nennen, wo KI bei Firmen benutzt wird. Das nennt sich A-B-Testing. Also wenn ich zum Beispiel so einen Webauftritt mache oder wenn ich E-Mails an potenzielle Kunden verschicke. Also, nimm mal zum Beispiel an, ich habe einen E-Commerce-Store und ich versuche meine Kunden auf meine Webseite zu kriegen. Schicke ich denen E-Mails. Man hat irgendwann rausgekriegt, wenn ich ein Emoji in die Subject-Line rein tue, dass Leute dann viel mehr, viel größeres Engagement haben und da draufklicken. Und das ist inzwischen hat sich das komplett gedreht. Also inzwischen haben Kunden verstanden, dass wenn sie ein Emoji in der Subject Line stehen, dass es sich dabei um Werbung handelt.
Und es ist also, was am Anfang frisch war und Leute reingezogen hat, wird halt irgendwann mit, ach ja, okay, das ist immer derselbe Kram, assoziiert und führt dann zum exakten Gegenteil. Und das kann man mit KI, kann man das messen und man kann das frisch halten. Aber es wird interessant sein zu sehen, welchen Weg ich diesbezüglich Sora gehen will. Ja. Also wenn ich das bei Sora mal zusammenfasse, heißt das ja, also Emotionen und eine tolle Wirkung am Start, ähnlich wie bei den Beispielfilmen, die man da bei OpenAI sehen kann, ist Sora auf jeden Fall am Start. Allerdings, wenn es jetzt in die Tiefe geht, ins Spezielle geht, sagen wir durch interne Tutorials oder interne Onboarding-Dinge, wo man wirklich auch auf die Sache eingehen muss, nicht nur Hurra, tolles Bild und 4K-Qualität, sondern in die Tiefe. Na, da sagst du, sollten wir vielleicht mal warten, in welche Richtung sich das entwickelt. Also just in time ist es noch nicht. So weit sind sie noch nicht. Was in 2-3 Jahren möglich ist, weiß man halt noch nicht. Aber wenn man das jetzt in der Kombination nimmt, vielleicht zum Wecken, zum Emotionen erzeugen und sowas, solche Dinge mit Unterstützung von Sora einzusetzen, das passt. Alles andere ist dann wirklich handmade und individuell abgestimmt auf die jeweilige Situation, auf die Arbeitsbedingungen und auf die Firma. Ne? Ja, absolut. Und also die Herausforderung wird sein, solche Informationsfilme zum Beispiel herstellen zu können, wo die Menschen eben auch Lust haben, weiter zuzuhören. Also die Kombination. Ja, also wenn man so ein bisschen rauszoomt, also wir haben hier in den USA, ich glaube im Moment haben wir 70.000 Mathematiklehrer, die gerade alle den Dreisatz unterrichten. Ja, und das stammt noch aus einer Zeit, wo es eben kein YouTube und kein Internet gab und man zur Informationsvermittlung tatsächlich jemanden vor eine Klasse stellen musste, der einfach beibringt, wie ein bestimmter mathematischer Prozess, wie ein Algorithmus, Division zum Beispiel, funktioniert. Und das ist natürlich komplett vorbei. Man kann heute den besten Mathe-Lehrer hinstellen, der halt allen erklärt, so funktioniert eine Kurvendiskussion, so funktioniert ein Dreisatz, ja, so addiere ich Brüche. Da gibt es eigentlich keinen Grund mehr, das, was wir auf der Universität eine Vorlesung nennen, wirklich durchzuführen. Und das Konzept, was sich hier inzwischen etabliert in den USA, ist, nennt sich Flipping the Classroom, wo man halt sagt, ja, diese Lehrfilme, die kann man sich genauso gut einfach irgendwo ziehen, die braucht man auch nur einmal zu produzieren und die macht man dann richtig gut, damit sie eben engaging sind. Und der Mehrwert des Tutors entsteht dann eigentlich darin, dass er eben die Informationsvermittlung personalisiert, eben genau versteht, wo Missverständnisse entstanden sind, wo man vielleicht nochmal gucken muss, ob das richtig verstanden wurde, auch das Augenmerk vielleicht noch ein bisschen zu verschieben, wenn irgendwie der Fokus verschoben ist bei dem Schüler. Und das ist natürlich, das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung, ich denke auch für Firmen. Ja. Und das ist auch der Punkt, wo wir jetzt in den letzten Jahren schon ganz intensiv reingehen, dass wir wie so ein Buchlesen, um reinzukommen, interessante Videos machen. Aber der Trick ist genau, was du gesagt hast. Nicht, das jetzt 70.000 Mal zu machen mit den Lehrern, immer das Gleiche, sondern die können das sich dann anschauen zu der Zeit, wann sie wollen. Aber wenn sie alle mit dem gleichen oder ähnlichen Wissen dann in die Workshops, dann direkt on den Floor kommen, wo man das dann umsetzen kann, individualisieren kann, das ist eigentlich so... Mal, das ist der gute Geschmack an dem Menü, dass es wirklich schmeckt und dass die gerne auch weiter mitarbeiten wollen und dann auch für sich das selber umsetzen. Nicht nur Theorie zum Lernen, sondern direkt Training on the Job, sagen wir immer, ne, in dem Bereich. Ja? Also wenn wir diese beiden Themen mal zusammenfasst sehen, Sora ist noch, sagen wir mal, in den Kinderschuhen, wie wir gerade gesagt haben, da ist vielleicht demnächst emotional auf jeden Fall was möglich, alles andere wird man sehen. Und auf der anderen Seite, was du gesagt hast, was du auch mit deiner Firma Inside Opt entwickelst, wie AI helfen kann dabei, Prozesse zu optimieren, die auch gar nicht mal nur 2-3 oder einstellig Prozent sind, sondern die richtig reingehen, wenn man es ordentlich macht. Da ist also viel, viel mehr Möglichkeiten dabei, als bei dem sogenannten Jetzt, was Sora anfängt. Ne? Ja, absolut. Das waren zwei interessante Themen, Meinolf. Echt interessant. Freut mich viel, dass ich habe auch eine ganze Menge jetzt heute gelernt. Freut mich, wie das geklappt hat. Und ich mache mal mit einem Auge zu. Ruf das zu einer Wiederholung und Erweiterung von den Themen, weil das sicherlich Dinge sind, die gerade auch meinen Kundenkreis, die Industrie und Handelsfirmen betrifft, sehr, sehr interessant ist. Und deswegen sage ich vielen, vielen Dank, liebe Grüße nach New York und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, Christoph. Okay.